Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Veto. Mein heutiger Gast hat einen Migrationshintergrund, ist aber deutscher Staatsbürger. Der Migrationshintergrund ist ihm aber durchaus anzusehen und da hat er auch durchaus schon einige unangenehme Dinge erlebt in der Gesellschaft. Trotzdem sagt er, ich wähle bei der Bundestagswahl die AfD. Darüber wird zu reden sein und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Feroz Khan. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du hast jetzt gerade erst in München was erlebt, hast in einem YouTube-Video erzählt, dass du von Polizisten plötzlich umzingelt wurdest. Ja. Die haben sogar die Waffe gezogen, weil sie gedacht haben, du bist ein Terrorist offensichtlich. Ja. Du hast auch etwas erlebt, in einem Boxclub bist du gewesen, da hat man zu dir gesagt oder dir unterstellt, du wärst ein Schläfer, also jemand, der einen Terroranschlag plant. Polizeikontrollen, glaube ich, hast du öfter schon erlebt. Ja. Ja. Das heißt, du hast auf der anderen Seite, erlebst du ja im Grunde genommen, Vorurteile sind es ja mindestens, oder es ist vielleicht sogar Rassismus. Kann man ja sogar ein Stück weit sagen. Also würde ich jetzt mal in meinen Worten sagen. Es würde im Raum stehen auf jeden Fall. Ja, das ist ja die andere Seite der Medaille, dass man sagt, okay, der wählt jetzt eine Partei, die ja möglicherweise dazu beiträgt, solche Stereotype, solche Vorurteile auch noch zu verstärken. Ja, wenn man das jetzt nüchtern betrachtet, die Ereignisse, die du jetzt genannt hast, die ich erlebt habe, dann waren das eine Handvoll in den letzten 5 Jahren. Ja. Also jährlich passiert mir das oder vielleicht eine Zeit lang mehr. Also tatsächlich unmittelbar nach der Kölner Silvesternacht hat sich zum Beispiel das gehäuft oder nach dem Anschlag am Breitscheidplatz haben sich Polizeipräsenz als auch dann die Kontrollen, also einfach Personenkontrollen gehäuft. Das habe ich tatsächlich so erlebt. Ich würde die Geschichte in München definitiv nicht damit vermischen, also mit Rassismus zum einen und zum anderen auch nicht mit den Fällen, die ich in Sachsen erlebt habe oder in Dresden. Ein paar Worte zu München vielleicht? Ja, gerne. Ja, also das, ich muss auch, weiß ich nicht, ich möchte da halt niemandem Unrecht tun. Ne? Das ist mir persönlich wichtig, dass ich niemandem zu Unrecht den Rassismusvorwurf tätige. Umgekehrt möchte man ja auch nicht rassistisch diskriminiert werden. Ja, also das ist aber ambivalent. Auf der einen Seite will man nicht Unrecht tun, indem man jemanden rassistisch benachteiligt. Auf der anderen Seite will man niemanden zu Unrecht als Rassisten brandmarken oder entsprechend beschuldigen. Mhm. In München war es so, ich habe mich tatsächlich auch im Vorfeld, muss ich sagen, es hat sich ergeben. Ich beschreibe einfach mal, was passiert ist. Ich war am Tag zuvor, ich hatte ja mein Change My Mind dort geplant, meine Aktion. Mhm. Ich war am Tag, das sollte am Sendlinger Tor stattfinden oder Sendlinger Straße in der City. Mhm. Ich bin am Abend zuvor, also ich war nur für eine Nacht da, am Abend zuvor bin ich hingegangen, um Fotos vom Platz zu machen, um mich vorzubereiten. Mhm. Und ich hatte auch diese Montur an, also ich habe so ein Schulterholster, wo ich mein Portemonnaie drin habe, damit man nicht da drauf sitzt. Und habe damit halt diese Fotos gemacht. Ach, du hast eine Waffe. Das denkt man. Okay, ja. Allerdings, das ist ein Detail am Rande, im Rhein-Main kennt man das. In Frankfurt kenne ich das, da haben das viele Leute an. In München oder in Hamburg und Berlin habe ich das noch nie gesehen. München kannten die das wohl nicht. Und dann halt noch diese Fotos vom öffentlichen Platz machen. Einfach so, also von einem unspektakulären Platz. Mhm. Fotos machen am Abend und dann gleich wieder gehen, in so einen Kleinwagen steigen und auf dem Weg zurück zu meinem Hotel habe ich schon gemerkt, irgendwie, ich fühle mich beobachtet, ich fühle mich verfolgt. Mhm. Und dann ist es passiert. Ja. Also ich habe mich gefühlt wie im Film. Ich dachte, das ist ein Filmset. Die haben das also in der Nacht ist das noch passiert? Genau, an dem Abend, als ich gerade dann 20 Minuten später am Hotel ankam. Mhm. Und ich dachte, das wäre wie, die haben den Wagen verwechselt. Also hier wird gerade ein Film gedreht und die Polizei denkt nur, weiß nur, der rote Wagen, wenn der kommt, dann zielt auf den. Ich dachte, ich bin ruhig geblieben. Ja, dieselben Polizisten haben mich dann am nächsten Tag quasi bei der Aktion betreut, insofern das als Versammlung angemeldet war. Also, ich habe mit denen geredet, das glaube ich nicht. Wenn ich das beurteilen muss, dann würde ich nicht sagen, dass das rassistisch motiviert war. Rassismus-Thema ist allgemein schon ein Thema für sich. Es ist auch immer grundsätzlich eine Definitionsfrage. Ne? Wie weit spannt man diesen Begriff? In Dresden die Fälle, die hatte ich auch schon mal in meinen Videos erläutert, dazu kann ich auch ein Nachwort sagen, speziell zu diesem Fall von dem Boxtrainer oder Hallenwärter oder wer das war. Ich bin dann zu einem anderen Boxverein gegangen. Mhm. Und da hieß es dann, ich habe den Leuten erzählt, warum ich zu diesem Boxverein nicht mehr gehe, weil da gab es diesen einen unangenehmen Genossen. Und die meinten so, ja, wissen wir Bescheid, der Olli, der ist immer zu uns so. Und ich rede da gerade mit einem Kubaner und einem Portugiesen. Mhm. Und ich meine so, nee, ihr meint jemand anderen nicht. Der war wirklich unangenehm und der hat mich wirklich frontal attackiert. Und der meint so, ja, macht er auch bei uns. Und so, der Olli, der bringt den Flüchtlingen in seiner Freizeit Wasser und Nahrung und so und Spenden. Mhm. Und ich dachte so, das kann unmöglich sein, dass wir von derselben Person reden. Mhm. Das kann gar nicht sein, weil ich habe den anders erlebt. Also auch das
wenn es stimmt, was sie mir erzählt haben, und ich habe das 3-4 Mal nachgefragt, dass die mich dann nicht auf den Arm nehmen, dann ernüchtert mich, also dann relativiert sich das wieder, was ich erlebt habe. Ne? Mhm. Also auch da kann es sein, dass ich jemanden zu Unrecht als Rassisten beschuldigt habe. Aber ich sage ganz klar, wenn es nicht der Fall ist, also wenn ich ihn zu Recht beschuldigt habe, dann würde ich nach wie vor dahinter stehen. Ja. Ja. Aber es gibt ja sicherlich auch Leute, die vielleicht dich gar nicht ansprechen, die irgendwas tun, sondern vielleicht auch nur dich sehen oder dich mit irgendwelchen Blicken vielleicht kommentieren oder keine Ahnung. Und das sind dann vielleicht so Leute, die dann auch vielleicht die AfD wählen und sagen, na, das ist doch schon wieder so einer. Was hat er hier in diesem Land zu suchen? Sag ich mal so, jetzt etwas platt gesagt. Ja. Deswegen nochmal eben der Punkt, den ich eben schon gesagt habe, ist die AfD nicht eine Partei, die sowas noch verstärkt? Weil du entschuldigst das ja im Grunde, dieses Verhalten noch, weil du sagst, naja, es gibt ja welche, die so aussehen wie ich, die sind ja auch böse. So, so verstehe ich das jetzt gerade. Aber das kann dann nicht das Argument sein. Ja. Also du kannst ja nichts dafür. Ja. Du bist ja ein anständiger Mensch. Das ist richtig, ja. Ein grundsätzliches Problem ist, an sich kann man das unterschreiben, soweit du das sagst. Und das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel unmittelbar nach der Kölner Silvesternacht erlebe, dass ich in der Dresdner Neustadt, die linksalternativ ist, in Clubs nicht mehr reingelassen werde, dass überhaupt Kontrollen stattfinden, die gab es bis dato nicht. Oder dass auch junge Studentinnen, die eher linksalternativ aussehen, die Straßenseite wechseln, wenn ich entgegenkomme, abends, nach der Dämmerung, dann kann ich denen nicht vollen Ernstes Rassismus unterstellen, wenn ich das unmittelbar vorher nicht erlebt habe. Ja. Aber sicherlich gibt es auch den Typ, der unabhängig davon medialen Ereignissen das denkt und das hegt. Kann sicherlich sein. Ich habe vor kurzem mal irgendwo gesagt, dass ich, wenn man nur die Kritik am Islam betrachtet, ich das sogar eigentlich für eine linke Position halte. Weil ich glaube, es geht ja um die Verteidigung von Rechten von Lesben und Schwulen. Es geht um die Gleichberechtigung der Frau. Es geht um die Rechte von Jüdinnen und von Juden. Das ist ja eigentlich keine rechte Position. Das ist ja eine eher linke. Deswegen ist jetzt nochmal meine Frage bei der AfD. Hast du auch ansonsten ein rechtskonservatives Bild? Also was zum Beispiel Familie angeht? Also es ist ja auch eine recht militante Partei. Sie will ja die Wehrpflicht wieder einführen, sie will auch die Waffenindustrie sogar stärken, während andere ja sagen, wir sollten eher auf Waffenexporte verzichten. Also sind das so Dinge, die du auch teilst? Ich versuche das gerade an mir zu reflektieren, aber ich würde sagen, grundsätzlich bin ich erstmal bemüht darin, die Dinge pragmatisch zu betrachten, vielleicht glauben mir das jetzt manche Zuschauer nicht, aber nicht in Links-Rechts-Schablonen, in das Links-Rechts-Schema zu gießen. Ja. Du hast völlig recht. Islamkritik ist eigentlich links. Mhm. Du kannst nicht den Islam von rechts kritisieren. Mhm. Weil das, genau genommen, ist es eigentlich unabhängig von links und rechts, ist eigentlich eine Frage von liberal oder konservativ. Ja. Und das sind die Linken, die liberal, die für Säkularismus einstehen, für Tierrechte, Kinderrechte. Ne? Das wäre eigentlich alles. Das ist ja auch der große Verrat innerhalb der Linken, dass die halt dieses Thema den Rechten überlassen haben. Mhm. Aber dann sei es so, ne? Da bin ich dann auch wieder, wie gesagt, ich versuche es möglichst unabhängig zu halten von Links-Rechts-Schablonen, im ersten Gang immer pragmatisch, ne? Was ist vernünftig, welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen. Und da bin ich erstmal frei, ne? Da bin ich erstmal frei in der Auswahl. Und da müssen wir uns über die einzelnen Themen unterhalten. Also sicherlich habe ich da auch meine Bedenken und meine Einwände. Da, wo ich denen zustimme, dann nicht, weil sie recht sind und ich bin ein Lagersoldat, sondern weil ich sie dann halt für vernünftig halte an der Stelle. Ja, im Wahlprogramm der AfD kommt zum Beispiel Rechtsextremismus überhaupt nicht vor. Also man will den Linksextremismus bekämpfen und den Islamismus. Ja. Rechtsextremismus wird mit keinem Wort erwähnt. Mhm. Hältst du den Rechtsextremismus dann auch für gefährlich oder würdest du den auch als weniger gefährlich betrachten als Linksextremismus und Islamismus? Sicherlich, aber in der Gesellschaft haben wir nun mal alle Strömungen oder alle möglichen Arten von politischen Exkursen auch. Ja. Die Frage ist halt, in welcher Menge kommt das vor? Mhm. Und ich denke, das ist auch vielleicht ein Beweggrund, ich bin jetzt kein Interner, aber das müsste ein Interner beantworten, aber ich denke, es ist ein Beweggrund, dass man das quasi auch als Reaktion auf die Gegebenheiten, auf die politischen Maßnahmen, die beschlossen werden, spinnt. Und ich denke... Naja, ich glaube eher, dass man sich vielleicht nicht verscherzen möchte mit bestimmten rechten Gruppen, wenn man den Rechtsextremismus auch als Gefahr mit ins Wahlprogramm nehmen würde. Ja, aber das würde ja lauten, es würde ja bedeuten, dass manche Leute bekennt rechtsextrem sind. Wer ist denn bekennt rechtsextrem? Keiner würde von sich aus sagen, ich bin rechtsextrem. Manche würden sich gleich angesprochen fühlen, insgeheim. NPD-Leute vielleicht, oder ja, was? Ja gut, die sind auf der Unvereinbarkeitsliste. Ja, klar. Ist also klar. Da ist eine klare Ausgrenzung, aber ja. Wird halt sagen, ja, wir hatten jetzt 2 Milliarden gegen rechts beschlossen. Ja,
Wir gucken uns aber Straftaten beispielsweise an, wo viele auch falsch eingeordnet werden. Mhm. Also das beruht vielleicht auch auf einer Mogelpackung, ja, die, insgesamt die Berichterstattung darüber und die gesellschaftliche Wahrnehmung darüber. Und ich glaube, auch da, ne, wieder, die AfD wirft halt etwas ins Gegengewicht, also in die gegnerische Waagschale. Würde das denn heißen, wenn du jetzt so argumentierst mit dem politischen Gleichgewicht, dass wenn wir in Deutschland eine sehr starke rechte Politik hätten, du dann aus Protest die Linken wählen würdest, damit auch das Gleichgewicht von der Seite wiederhergestellt wird? Ja, wir müssen uns über die Inhalte angucken. Ich würde das nicht prophezeien, aber ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich so. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass man halt, weil meiner Meinung nach die meisten Menschen, die sich an einer öffentlichen Diskussion beteiligen, sind vernünftige Menschen. Deren Standpunkte und auch deren Beweggründe sind nachvollziehbar, auch von Linken, auch von Muslimen. Selbst wenn sich jemand also außerhalb des Säkularismus politisch muslimisch beteiligt an der Diskussion, selbst das ist, ich kann die Welt aus seinen Augen sehen. Ja? Ich glaube, deswegen, daraus kann ich schlussfolgern, ich glaube, dies ist die Wahrheit meistens, nicht immer. Wir reden nicht immer mit Leuten, die glauben, dass die Erde flach ist, aber in den meisten Themen liegt die Wahrheit irgendwo zwischen den Menschen. Das heißt nicht in der Mitte, aber irgendwo, die liegt weder am linken Pol noch am rechten Pol, weder am liberalen noch am konservativen Pol. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ja, ich kann das Wort Wahrheit schon nicht mehr hören mittlerweile, weil das, das hat irgendwie so ein Geschmäckle mittlerweile. Ja, verstehe, okay. Gerade jetzt bei den Querdenkern und so weiter, deswegen mag ich dieses verstehe. Wort. Vielleicht gibt es ja auch mehrere Wahrheiten, das kann ja auch manchmal sein. Sicherlich, aber sagen wir mal so, der vernünftige, gehbare Weg für eine Gesellschaft. Ja, okay. Sagen wir mal so. Mhm. Und da ist es einfach wahrscheinlich, dass wenn die Gesellschaft nach rechts rückt, dass sie dann auch da das Gleichgewicht verlieren kann und dass ich dann da auch als Korrektiv dann eben in diesem Kontext dann ein Linker wäre. Sicherlich. Mhm. Ja. Darf ich nochmal fragen, du bist deutscher Staatsbürger, bist du das von Geburt an gewesen oder hast du es dir irgendwann aussuchen können oder wie lief das bei dir? Ich glaube, ich hätte es mir mit 16 aussuchen können, aber ich war bis dato und seitdem deutscher Staatsbürger. Seit Geburt. Okay, weil das ist ja nochmal ein wichtiger Punkt. Die AfD fordert ja, das Geburtsortprinzip wieder abzuschaffen. Das hat ja Rot-Grün damals eingeführt, dass jemand, der in Deutschland geboren wird, automatisch deutscher Staatsbürger ist. Findest du das richtig? Das ist, glaube ich, die Regelung, wie sie vor 2001 gilt. Ja, genau. Die wollen wieder zurück zu der Regelung. Ja. Also ich sehe darin jetzt auch kein... Also Sie reden sogar vom Abstammungsprinzip, zu dem Sie sich so wurde es ja auch genannt. So wurde es ja auch genannt. Ja, natürlich, natürlich, die Medien benutzen diesen Begriff immer wieder, weil das, ohne zu erwähnen, dass das vor 2001 gang und gäbe war. Ja, ja, okay. Ja gut, aber die Zeit dreht sich ja weiter. Erde dreht sich ja weiter. Ist richtig, aber hatten wir vor 2001 hier das Vierte Reich oder hatten wir Verfolgung von Minderheiten? Das ist schon ein paar Jahrzehnte vorher gewesen. Ja, genau. Deswegen, also man kann das etwas, vielleicht etwas... viele haben das ja als Errungenschaft gesehen, weil das ist ja in anderen, in den USA ist das automatisch zum Beispiel. Wenn du in den USA geboren bist, bist du Amerikaner. So. Das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Das gab es ja in vielen Ländern bereits. Insofern hat man ja eher gesagt, dass Deutschland eigentlich hier eher was nachholt, was schon längst fällig gewesen wäre. Ich habe immer ein Problem damit, wenn man Amerika mit Deutschland vergleicht. Oder auch mit Kanada. Es gibt auch noch andere Länder. Australien, Kanada wahrscheinlich. Ja, das sind Einwanderungsländer. Ja. Jetzt müssen wir darüber diskutieren, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Ja, gut, das ist eine gute Frage. Ja. Was würdest du sagen? Ich glaube eher nicht, weil dafür sind wir zu eng besiedelt. Also es gibt zumindest Grenzen bei der Einwanderung. Ja gut, das ist ja kein Kriterium, oder? Doch. Also Australien kann genug Leute aufnehmen. Da kann man ruhig einwandern. Ach so. Da ist genug Platz, würde ich mal sagen. Okay, ich finde andere Kriterien viel wichtiger. Ja. Also ich würde das halt als Kriterium sehen. Hier sind die Autochtonen, hier ist die autochtone Bevölkerung in der absoluten Mehrheit. Also das haben wir in den USA nicht. Erklär nochmal Autochton, was ist das? Die Einheimischen. Ach so, okay. Das wären in den USA die Ureinwohner. Ja, okay. In Australien wären es die Aborigines. Ja. Das hat sich ja zum Mal so entwickelt, ne, dass die halt 0,1% der Bevölkerung stellen. Und deswegen ist das ein Einwanderungsland und das ist halt auch von der Aspekt. Also du meinst, die Amis sind sowieso schon irgendwie von der Ethnie. Ja, genau. Total. Die haben ja Multikulti erfunden. Die haben das ja erfunden. Das ist deren Konzept. Weißt du, aber wir sind quasi nicht das Äquivalent zu USA, die ein Konzept fahren von Multikulti und das halt etabliert haben. Sondern wir sind eigentlich, Deutschland ist ein Äquivalent zu Thailand. Naja, aber Multikulti galt ja eine lange Zeit nicht in den USA. Wir haben ja in den USA nun auch einen heftigen Rassismus gehabt, Sklaverei gehabt. Sicherlich. Und es gab ja noch vor ein paar Jahrzehnten in den USA. Absolut. Aber ich meine, in den letzten 40 Jahren wurde das ja entwickelt und wird ja auch entsprechend gelebt.
Ja, es gibt jetzt ja so eine USA-Strömung, die sogar schon sehr weit gehen mittlerweile. Black Lives Matter ist ja natürlich so ein Beispiel, wo dann manche vielleicht sagen, nun reicht's langsam mal. Mhm. Aber es gibt natürlich Rassismus, gibt es ja nach wie vor in den USA. So ist es ja nicht. Er ist aber nicht mehr so dramatisch wie vor ein paar Jahren. Ein Land, wo es keinen Rassismus gibt. Ja, nee, gibt's nicht. Die Aussage ist klar. Ja. Ja, ja. Ja, da muss ich natürlich die Frage stellen: Fühlst du dich selber als Deutscher? Ja. Ja. Nee, die Frage nehme ich an. Danke für die Frage. Ich sage immer, das ist eine Mischung. Das ist sicherlich eine Mischung. Wenn es kurz gehen soll, ja. Wenn es kurz gehen soll und ich weiß, was der meint, sage ich, ich bin Deutscher. Ja. Anderweitig. Wenn mich jetzt hier in Hamburg, ist mir vorhin passiert, hat mich jemand angesprochen im Fitnessstudio, was für ein Landsmann bist du? Mhm. Und der sah auch eher aus wie ich. Ja, der hat mich irgendwo mal gesehen auf YouTube. Und ich meinte, Pakistan. Ich weiß noch, was der meint. Ich weiß noch, was der hören will. Ja, ja, das ist ja ideal. So, also das ist mal eine Kontextfrage. Aber wenn man es genau wissen will, meine Sozialisation, meine Identität, das ist sicherlich eine Mischform. Ja. Ich bin bikulturell. Ich habe pakistanische Komponenten. Ich habe die Muttersprache, ist Urdu, also pakistanische Amtssprache. Denken und träumen tue ich auf Deutsch. Ja. Das ist sicherlich eine Mischung daraus. Das ist die nüchterne Antwort darauf. Ja, Veto, jeden Monat neu auf Massengeschmack.tv. Hier sind noch weitere Kurzversionen unserer Gespräche verlinkt. Die kompletten Sendungen gibt es bei uns auf dem Sender. Wie gesagt, Massengeschmack.tv. Jetzt einfach mal anmelden und kostenlos testen.